Bonjour, wie soll man? Heute tut uns ein pensionierter Journalist, Marcel Neiss, Epps über seine Frechheit verroden. Und jetzt reden wir von einem schönen Projekt: die Umwandlung vom Musée du Pétrole von Pechelbronn und seine ganzen Sammlungen. Und Bilder haben wir ihm Guillaume Bertrand zu verdanken. Das ist jetzt Pechelbronner Ehl. Und das findet man so im Wald, in Elquelle, wie vom Boden heraufgekommen. Und da haben die Leute seit dem Mittelalter das Ehl geschöpft. Dann hat sich die Extraktion professionalisiert. Das ist jetzt ein Helm und war ich zeige, von den Arbeitern im 18. Jahrhundert. Erst ist der Teersand mit Eimer aufgezogen worden und später hat man Pumpe installiert und Minengalerie gebaut. In dieser Vitrine sieht man jetzt den Bohrmeißel vom 19. Jahrhundert, die wie flach sind, und vom 20. Jahrhundert. Die drei winzigen Säle vom Musée schildern die unglaubliche Geschichte von der Anlauf in Pechelbronn. 1919 ist hier das Institut Français du Pétrole gegründet worden. Die Marque Antard ist hier entstanden, die Elf später aufgekauft hat. Vor dem Zweiten Weltkrieg haben hier in den 3000 Personen geschafft. Durch Ende Jahre 60 hat alles aufgekehrt, weil nicht mehr genug rentabel. Aber der letzte Direktor hat viel Gegenstände gepoldert. Archive, Fotos, Werkzeug, die grossen Bilder, wie in den Büro gehängt sind, das hat er dann alles gesammelt, für ein kleines Musée aufzumachen. Die schwersten Objekte stehen im Freien. Aber gut, zwei Drittel davon schlafen noch in der Reserve. Manche sind immer noch nicht inventarisiert und alle müssen jetzt überprüft werden. L'équipe qui a constitué les collections est une équipe associative. Au fil des ans, les personnes prennent de l'âge, les mémoires s'altèrent. Il faut aider les acteurs locaux à formaliser les connaissances pour pouvoir ensuite les transmettre et les pérenniser. Zu der Sammlung kehren auch sämtliche Bilder, Zeichnungen und Aquarelle und unzählige Fotos, die teils noch zu numerisieren sind. Und die Gemeindegemeinschaft, Besitzer von der ganzen Kollektion, hat kürzlich auch eine Sammlung Gegenstände von der Marke Elf angeschafft. La photographie de ces bidons sert à documenter l'objet une fois que la fiche d'inventaire est réalisée. Donc pour avoir une image de l'objet, quand on a un nom, ça aide d'avoir une image pour reconnaître. Jedes Objekt kommt in eine Datenbank und wird auch mit einem Referenzcode markiert. Die Elf-Sammlung besteht aus vielen Reklamprodukten. Là, c'est un objet publicitaire. Donc, c'est une boîte de chocolat en forme de bidon d'huile Prestigrade, avec encore le chocolat à l'intérieur. Andere Gegenstände haben einen Zusammenhang mit dem Segelschiffrennen, wo Elf Aquitaine sponsorisiert hat. Qui était aussi utilisé par Marc Pajot. Elf hat zwar Antar aufgekauft, aber inwiefern ist das Musée von dieser Sammlung betroffen? Les questions qu'on se pose souvent, c'est à quel moment on arrête l'histoire, comment on considère le contemporain et qu'est-ce qui va faire sens. Et donc, pour nous, on venait de faire une exposition consacrée à Antar. Et donc, du coup, dans la même logique, on peut se projeter sur une exposition dans les années à venir qui serait plutôt consacrée à Elf. So zukünftige Ausstellungen finden höchstwahrscheinlich in dieser Halle statt. Im Nachbarsdorf Brischdorf ist es ein Überbleibsel vom ehemaligen Industriegelände. Ja, und da haben wir halt Platz genommen. Jetzt, da wäre Platz, ja. In den 800 Quadratmetern auf drei Niveau sollen bis in ein paar Jahren das Musée, seine Reserven sowie Sonderausstellungen Unterkunft finden. Das wird viel attraktiver als das Musée, so wie es jetzt das ist. Ich denke, das wird mir ein neues Leben geben. Und gerade neben dran ein wunderschönes Erbgut, die Ruine vom Industriegelände, wo die Besucher dank Führungen entdecken können. Ein Termin gibt es noch keiner, aber die Gemeindegemeinschaft will mit dem gesamten Projekt voran. Man kommt auf die zwei Terrils, den Grand Terril, wie man eine wunderbare Aussicht hat. Und der andere, wie niedriger ist, wie man auch schöne Animation-Dings machen kann. Also der Ort ist wirklich wunderbar für so Dings. Jetzt freuen wir uns und es ist halt noch unser Ecomusee von Pétrole. Der Marcel Neiss aus Havenau hat leidenschaftlich gern seinen Beruf als Journalist ausgegeben. Und er sagt uns jetzt, ob er frech oder frech ist.
Marcel Neiss. Ich wohne in Habenau, aber ich komme vom Krumme Ilzes. Beruflich? Also ich bin Journalist geworden, ich vertrete Nachricht. Es hat kein schönerer Beruf gegeben für mich wie der. Der Journalismus ist für mich ein Traum, den Leuten zuzuhören, wie sie leben und es nachher den anderen zu erzählen. Bist du frech oder frech? Frech. Und wo hast du Elsässisch gelernt? Das ist Time in der Küche bei der Mama, wo ich mit 6 Jahren den ersten Tag in die Schule gegangen bin, habe ich nur ein Wort auf Französisch gesagt. Das ist gewesen, oui. Und was bedeutet das Elsässische für dich? Viel, viel. Es ist so ein großes Reichtum für uns alle. Was erwartest du von der Kollektivität Elsass? Dass die Politiker, die da drinnen wirken, ihren Job ernst aufnehmen und das uns selbst bringen. Vertraust du es nicht im Elsass? Ja, dass wir immer noch im Grand Est sind. Und dass die Leute sich so wenig für die Politik interessieren, dass sie nicht mehr wählen gehen, vielmals. Lieber mit oder lieber ohne? Mit, natürlich. Mit Zucker, mit Schnaps, mit Schlagsahn, mit Lieb, mit Humor, mit Spass.